Leipzig-Connewitz. Epizentrum und Rückzugsort für Autonome und Hausbesetzer. Früher war man hier unter sich. Doch dann kam der Bauboom mit Luxusapartments und teuren Mieten. Die Folge: ein Klassenkampf. Connewitz gegen die Bonzen. Das Viertel, ein Ort des linken Widerstands. Regelmäßig kämpfen Vollvermummte hier gegen die Polizei. Ihr neuestes Feindbild ist jetzt allerdings die Immobilienbranche. In ganz Leipzig brennen die Bagger auf zahlreichen Baustellen. Im November richtet sich die Gewalt dann sogar gegen Menschen. Eine Immobilienmaklerin wird in ihrer Wohnung überfallen. Es ist der radikale Höhepunkt des Konflikts. Einer der spektakulärsten Brandanschläge trifft die CG-Immobiliengruppe. Im Oktober legen Unbekannte hier Feuer auf einer Baustelle. Zwei Autokräne brennen komplett ab. Das Baugerät droht zeitweilig sogar auf ein Mehrfamilienhaus zu stürzen. Der entstandene Sachschaden: 10 Millionen Euro. Der Bauherr der betroffenen Kräne sitzt in diesem Flughafen-Shuttlebus. Sein Name: Christoph Gröner. Seine Firma baut jährlich Hunderte von Wohnungen in Deutschland, meist im hochpreisigen Segment. 2017 macht der Multimillionär 11 Millionen Gewinn. Für viele ist er die Inkarnation des bösen Immobilienhais, der reich und reicher wird, während andere keine Wohnung finden. Ein Feindbild auf ganzer Linie. Ich versuche, das Wort links zu vermeiden, weil ich glaube nicht, dass das was mit links zu tun hat, wenn Menschen Gewalt ausüben, Anschläge verüben. Oder vielmehr, der gute linke Gedanke wird dadurch durch den Dreck gezogen, weil links ist ja nichts Schlechtes per se, aber Autonome sind einfach nur dumm und im Geiste krank. Das würde ich immer wiederholen, weil wir viele Beispiele haben, dass Gewalt, viele Jahrzehnte, Generationen wissen, Gewalt zu nichts führt. Das sehen die Brandstifter anders. In ihrem Bekennerschreiben rechtfertigen sie ihre Tat. Bauprojekte wie diese führten zur Verdrängung der Mittelschicht. Zitat: Wir wollen keine Welt, in der sich einige wenige ihre Tempel errichten können. Und das ist er, der angebliche Tempel, um den es geht. Hier baut die CG-Gruppe knapp 300 schicke Wohnungen und setzt damit, ob gewollt oder ungewollt, neue Maßstäbe in Leipzig. Denn mit jedem teuren Luxusbau steigen auch die Mieten in der Umgebung. Ein Prozess, der in allen Boomstädten gleich abläuft. Und ein Grund, warum Herr Gröner und sein aktiennotierter Konzern bei den Linksextremen so verhasst ist. Und genau ein Kran dieser Bauart hat gebrannt. Und wenn der brennt, dann kommt die Hydraulik zum Schaden und dann entspannt sich alles. Und dann ist eben die Gefahr, dass ein Kran in jeder Richtung, die Kleingartensiedlung, auf Mitarbeiter, die hier zum Beispiel löschen wollen, fällt. Oder in das benachbarte Haus, das wir auch gebaut haben. Und da wohnen es pro Stockwerk 8 bis 10 Leute in diesem Bereich. Und da können Sie sicher sein, wenn so ein 20-Tonnen-Arm reinfällt in so ein Gebäude, läuft er durch wie an einer Torte ein Tortenmesser. Und dann liegt einer im Bett und plötzlich ist er tot oder zwei. Und das ist einfach die klare Absicht gewesen, hier etwas anzuzünden, mit der Inkaufnahme, dass das, was man hier anzündet, eben auch Menschenschäden in Anspruch nimmt. Die Bilder der Nacht bei Bauunternehmer Christoph Gröner lösen sie einfach nur Unverständnis aus. Es ist ein Exzess von Gewalt, der außerhalb des Normalen und des überhaupt noch Denkbaren ist. Außerhalb des Normalen, so sehen sich auch einige Bewohner in Connewitz. Das Landeskriminalamt Sachsen geht von rund 250 gewaltbereiten Aktivisten aus. Wen sie ablehnen, lässt sich an den Hauswänden ablesen. Rechte, Bonzen und natürlich, wie immer, die Polizei. Ob auch die Baustellenbrandstifter hier zu Hause sind, ist unbekannt, so wie fast alles in der Stockhardtstraße, dem autonomen Zentrum von Connewitz. Versuch einer Kontaktaufnahme. Hallo, wir sind von Spiegel TV. Ja, das geht doch mal weiter. Ja. Dürfen wir verfragen? Nee, geht mal weiter. Pisst euch. Nee, aber was ist momentan los in Connewitz? Nee, was schießt noch nicht? Geht mal weiter. Ja. Okay. Springer trägt los weiter, ab. Nee, Spiegel TV. Ja, gar nicht von Springer. Ja, ab geht's. Nein, aber diese ganzen brennenden Kräne und so. Haben Sie da eine Meinung zu? Distanziert man sich davon? Hey, oder? Hey, einfach! Ich will einfach gehen, darf ich? Ja.
gar keine Chance, mit irgendwem zu reden, irgendwer eine Meinung dazu hat oder also verurteilen vielleicht. In Connewitz lässt man eher Taten als Worte sprechen. Immer wieder übernehmen Linksextreme ganze Straßenzüge, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, wie hier 2015. Unterlassen Sie den Bewurf mit Gegenständen gegenüber den Polizeikräften. Ansonsten werden wir weiterhin unmittelbaren Zwang gegen Sie anwenden in Form des Wasserwerfers. Ende der Durchsage, Zeit 14.50 Uhr. Eskalation. Seit Jahren das favorisierte Mittel des Widerstands. In Connewitz ist das Chaos Programm. Auch das neue Jahr beginnt mit Gewalt. In der Silvesternacht feuern vermummte Feuerwerkskörper auf die Polizei und greifen sie brutal an. Am Ende sind 4 Beamte verletzt, einer davon schwer. Leipzigs linke Wutbürger, auch zahlenmäßig holen sie auf. Waren es im ersten Halbjahr 2018 noch 361 linksmotivierte Taten in Sachsen, stieg die Zahl im selben Zeitraum 2019 bereits auf 600. Davon über 300 allein in Leipzig. Es sind Straftäter, die sich außerhalb des Rechtsstaates bewegen, ohne feste Strukturen, die sich verbieten ließen. Das macht es für Ermittler schwierig. Letztes Jahr richtet das Landeskriminalamt deshalb eine eigene Sonderkommission ein. Aus polizeilicher Sicht ist die Szene durch sehr professionell in ihrem Handeln. Die Täter gehen sehr überlegt vor, teilweise strukturiert, gut vorbereitet werden die Straftaten begangen in wirklich clandestinen Aktionen, in Kleingruppentaktik. Eine dieser Aktionen findet Anfang November statt und markiert den brutalen Höhepunkt der Angriffsstelle. 2 maskierte Männer verschaffen sich Zugang zum Wohnhaus einer Immobilienmaklerin, die im Stadtteil Connewitz Eigentumswohnungen baut. In den Morgenstunden klingeln sie an ihrer Tür. Als die Frau schließlich öffnet, schlagen sie unvermittelt zu. In einem Bekennerschreiben auf einer linksautonomen Internetplattform heißt es, Zitat: Wir haben uns deswegen entschieden, die Verantwortliche da zu treffen, wo es ihr auch wirklich wehtut, in ihrem Gesicht. Das ist die Baustelle, um die es geht. Am südlichen Rand von Connewitz sollen hier bis Ende des Jahres 40 Eigentumswohnungen entstehen. Hochpreisig, wohlgemerkt. Seit dem Angriff auf die Maklerin gleicht das Areal einer Festung. Ja, da überall komplett um die komplette Fläche. Selbst unser Kran ist ja auch geschützt mit Bauzaun und Stacheldraht ringsherum. Das ist halt bloß wegen der Schäden. Weil Kräne haben sie auch hier in der Gegend auch viele abgebrannt. Von daher, ja, das ist halt ein immenser Schaden, was die da machen. In Leipzig ist der Bau eines Hauses mittlerweile schon fast ein Sicherheitsrisiko. Die Polizei hat uns geraten, keine Namen. Am besten die Firmenlogos alle abmachen. Ja, sonst stehen sie wirklich bei ihnen zu Hause vor der Haustüre. Und ja, man hat ja gehört, was passiert ist mit der Bauleiterin, sag ich mal so. Die haben sie auch zu Hause besucht und Krankenhaus. Ja. Ernsthafte Sorgen machen sich auch die Ermittler. Aus unserer Sicht sind die Personen hochgefährlich. Während früher noch Angriff gegen Personen auch innerhalb der Szene kontrovers diskutiert wurde, müssen wir jetzt feststellen, dass hier gezielt Personen angegriffen werden, politisch andersdenkende Polizeibeamte, aber eben auch also wirklich normale Menschen, die dort Angriffen oder Ziel von gewalttätigen Übergriffen sind. Teure Neubauten will man in Connewitz nicht haben, auch weil es sich hier keiner leisten kann. Ein Quadratmeter wird hier später an die 4.000 Euro kosten. Das ist fast doppelt so viel wie im Rest der Stadt. Und es ist nun mal so, Leipzig ist nun mal zurzeit die stärkst wachsende Stadt hier mit und die brauchen Wohnungen. Und dann interessiert das diesen Menschen, der die Dinger baut, hier ja wenig. Er will ja was bauen und will Geld damit verdienen. Und eigentlich gutes Geld, ja. Und das merkt man ja mit den Mieten überall, was steigt und alles. Das merkt man ja selber auch überall, ja. Ja, deswegen kann ich das schon irgendwo verstehen, aber ob das halt so der richtige Weg ist. Der Bauboom, in gewisser Weise gräbt er der Mittelschicht den Wohnraum weg. Am Samstag vor einer Woche protestieren deshalb 100 Connewitzer gegen steigende Mieten und die Gentrifizierung ihres Viertels. Friedlich, wohlgemerkt. Doch der Frust, er sitzt tief. Ich wohne hier seit 30 Jahren. Warum sollen die Leute, die jetzt vor 10 Jahren gedacht haben, ich habe ein paar Millionen übrig, plötzlich damit Geld machen dürfen? Ohne Ende. Früher haben mir die Kommunisten vorgeschrieben, wie ich wohne. Heute schreiben mir die Leute, die reich sind, vor, wie ich leben soll und wo ich leben soll. Das kotzt mich an.
Und sie schreiben vor, was in Zukunft an Miete gezahlt wird. Bereits jetzt ist der Neubau-Quadratmeterpreis auf 10 Euro kalt geklettert. Gewalt als Gegenmittel schockt da schon lange nicht mehr. Also ich bin dagegen, ganz klar, aber ich kann es verstehen. Weil da, ich denke, sowas ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wenn jemand nicht weiß, wie er seine Miete zahlen soll und sein Umfeld verliert. Nicht viele können die Worte dafür finden und dann fliegen eben auch Steine. Wo Menschen sich radikalisieren, ist die Politik gefragt. Mit 17 Sitzen im Stadtrat ist die Linke in Leipzig stärkste Fraktion. Einen Zusammenhang zwischen den Anschlägen und der eigenen Politik sieht man hier jedoch nicht. Wir sind von Spiegel TV. Dürfen wir mal eine Frage stellen? Frau Kipping, Sie wollten heute nicht, haben Sie mir gesagt? Genau, nö. Ja, na klar, gerne. Was halten Sie denn davon, von den Anschlägen auf Bauunternehmen? Da wurde eine Prokuristin angegriffen. Ja, naja, Gewalt ist immer scheiße, egal von welcher Seite. Und Punkt. Dazu gibt es nichts weiter zu sagen, als dass man das verurteilt. Was sagt denn die Linke dazu, dass das LKA die autonome Szene hier in Leipzig jetzt nah am Terrorismus sieht? Ja, also ich finde das nicht. Also ich glaube, dass entbehrt jeder Grundlage, weil wenn man anguckt, was hier passiert und was auf dem Connewitz ist, ist ein ganz normales, friedliches Viertel, eine in einer normalen deutschen Stadt. Also da von Terrorismus zu reden, finde ich für übertrieben. Eine Einschätzung, die nicht nur Ermittler schwer nachvollziehen können. In einer polizeiinternen Auflistung finden sich die linksextremen Straftaten 2019. Darunter Brandanschläge auf Baustellen, Angriffe auf Handwerker, Steinwürfe gegen eine Anwaltskanzlei und so weiter. Im Dezember erscheinen die Attacken dann fast wahllos. Mal brennt die Außenstelle des Leipziger Finanzamtes, dann wieder der Sattelschlepper eines Bauunternehmers und zuletzt zerstört ein Feuer mehrere Einsatzfahrzeuge auf dem Hof einer Leipziger Polizeidienststelle. Blanke Zerstörung. Für den Immobilienunternehmer Christoph Gröner sind die Übergriffe die klare Steigerung eines Trends, der bereits seit Jahren in Leipzig abzusehen war. Die Politik glaubt dadurch, dass sie dem Ganzen zusieht und keine massiven Maßnahmen dagegen aufmacht, auf diese Weise so einen Burgfrieden aufrechtzuerhalten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Maßnahmen der Autonomen verstärken sich, verschärfen sich, gehen inzwischen gegen Personen. Und es zeigt sich, dass man hätte von Anfang an ganz konsequent gegen brennende Autos, gegen brennende Bagger, gegen Anschläge auf Personen hätte vorgehen müssen. Jetzt ist es, wenn Sie so wollen, ein bisschen spät dafür. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass es am vergangenen Samstag schon wieder Leipzig traf. Dass wieder Scheiben zu Bruch gingen, dass wieder randaliert und wieder fremdes Eigentum zerstört wurde. Solange die linksextreme Szene in Leipzig nicht als die Gefahr eingeschätzt wird, die sie ist, werden wohl weiter Steine fliegen.